Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 5 Multiplayer-Ausgabe. Es ist Zeit für Wheel Spin in der Auktionshaus Edition. Mit dabei heute haben wir Andi Blutokaskade, Lukas370Z, Filmexperte Murmel, nur 24 Stunden Racer, Kuru, Aaron, Mr. XT's Bad Boy und Finn. Grüßt euch. Hallo. Hallo. Grüßt euch. Hallöchen. Hallihallo. Ja, und ich würde sagen, wir drehen alle mal deftig am Rad. Und zwar viermal darf man, sei denn, man entscheidet sich für den Joker, dann darf man nochmal dreimal, beziehungsweise die vier werden dann wie üblicherweise weggeschmissen. Und dann darf man nochmal. Oh, Notizzettel eventuell. Ja, das schadet nicht. Und ja, Auktionshaus Edition heißt, man kauft dann die Katze im Sack. Also Tuning werden wir nicht anpassen. Okay, fängt ja schon mal wieder super gut an bei mir. Ja. Ui. Oh, ich hab was Goldenes, ich hab was Goldenes, ich hab was Goldenes. Ich krieg das Goldene nicht. Oh, Gottes Willen. Alter. Oh, nee. Also ich weiß jetzt, glaube ich, schon, dass ich jokern werde. Sein, ich krieg jetzt irgendwas übertrieben Gutes. Sehen. Ich werde nicht jokern. Ich hab bisher nur Autos gehört. Ja, komm, da sind zwei goldene Dinger drin. Gib mir ein. Alter, ich. Oh, meine Fresse, also, ja, ich joke. Also, wenn der letzte jetzt nicht mindestens lila ist, dann joker ich. Also, ich mach nur, was ist wenn? Also, ich nehme meine ersten vier. Nee, ich joker. Ich glaube, das erste Mal seit einem halben Jahr oder so, dass ich joker. Das Ding ist bestimmt nicht mehr. Ich nehme meine auch. Oh, ich mach das What-If, aber die sind oh, nicht genug. Mit dem ersten Spin meine vier vorherigen schon mal ausgeglichen. Das passt. Ja, ich du auch joker. Ich mach What-If. Ja! Ich schaut das What-If gar nicht so schlecht aus. Ich joker oh nicht. Mann, nee, ich glaube, ich joker doch nicht. Der letzte Spin ist doch nicht so joker verkehrt. Und ich bin auch aufgerundet, ja. Und Alter, ich joker trotzdem. Ich mach auch ein What-If, also ich joker nicht. Okay, das. Warum hab ich nicht gejokert? Ja, das hab ich mir auch gedacht. Ey, jokern wäre jetzt ultimativ gewesen. Okay, am Ende ich hab am zweiten Spin beim Joker den Wyra BC FE. Ja, hier die 5000 dann noch gegen auf 10 auch, oder? Ja, hätte ich gejokert. Ja, alles doch, unter 10 wird aufgerundet. Okay. Aber ist egal. Und alles über 10 wird abgerundet. Okay. Das kann jetzt das ja, so gut, werden. Leute. Dann würde ich sagen, haben alle oder ist noch jemand am Drehen? Nö. Dann würde ich sagen, auf ins Auktionshaus und möge der Höchstbietende seine Traumkarre bekommen und so weiter und so fort. Jo. Oh Mann, ich hätte wirklich, wirklich jokern sollen. Im zweiten Spin war ein Maserati MC12, was weiß ich, Dingens dabei. 1,25 Millionen wären es gewesen. Und das Ganze erzähle ich nämlich nicht nur euch Zuschauern, sondern auch René, der ist nämlich mit mir im Channel und der denkt sich auch gerade, what the fuck, was hat der für einen Wheelspin-Luck oder eben nicht, weil er nicht gejokert hat. Nein, ich ganz im Ernst, ich bin mit meinem Wheelspin-Glück heute die ganzen anderen Folgen, ich hatte noch nie Glück, die habe ich in einer Folge heute ausgeglichen. Okay. In einer Folge. Wie also viele Millionen hast du? Also, 640.000. Okay. Also für meine Verhältnisse ist das gut, ich bin normalerweise immer unter 100. Vielleicht mal etwas über 100. Ja gut, meine ersten Spins waren halt jetzt auch nicht scheiße, deswegen ich bin bei... Wir dürfen ja mehrere 20. Autos kaufen, ne? Ja. Kaufe ich erstmal. Ja, ja, also du darfst mehrere Autos kaufen. Dein eines Auto muss halt in dem Preisbereich, den du gezogen hast, maximal 10% drunter liegen. Ja, das also habe ich mir richtig schon ausgerechnet. Ich darf von 576.000 bis 640. Also okay. Ganz viele Autos, die mir hier vorgeschlagen werden. Ich kann leider kein Mindestgebot oder so festlegen hier, ne? Ja, mit meinem, doch, kann man auch mit X Advanced, kannst du auch ein Mindestgebot. Mindestgebot? Machen. Ja, Min-Buyout. Oh, Minimalkauf, wunderbar. So, jetzt heißt es mal Auto finden, überhaupt. Das ist schon mal nicht schlecht. Auch nicht wirklich. Aber drauf bieten macht keinen Sinn, glaube ich, ne? Ja, du kannst drauf also, bieten und also halt nicht, schauen. Also ob nicht du bei meiner so Range quasi. Kannst schauen, ob du dadurch ein Auto bekommst, das du sonst nicht etwas dir leisten können. Ja, gut, das könnte man. 918 Spider wäre bei mir im Preisbereich. Oh no. Wir dürfen ja nichts dran machen, ne? Und es kann ja trotzdem alles vorkommen, ne? Ja. Ich kaufe erstmal. Ah, ne, der ist viel zu günstig, den darf ich.
Also ich darf ihn kaufen, aber ich dürfte ihn nicht benutzen. Ja. So viel Geld habe ich nicht. Das ist zu wenig. Ich habe viele Autos, rein. Die leicht zu teuer sind. Der wird reinpassen. Ist schwach. Ford ganz Kauf. Viele Stock-Autos. Stock, wie heißen sie? Ich weiß schon, wie das abläuft. Ich kaufe ganz viele Autos und ein paar Wochen verfallen sie dann einfach, weil ich nur eins abhole. Du darfst aber auch nur mit einem Auto aus dem Haus rausgehen und das Test fahren. Das weiß ja, ja, klar. Aber ich darf könnte ich mir. Deswegen sage ich, ich hole nur einen ab. Abholen darfst du es. Ja, so, aber. Ich kaufe mir auch mal den hier, weil der passt mal wenigstens in meinen Preisbereich rein. Aber sind wir mal ehrlich, also. Da wurde einer. Wozu soll ich mir 20 Autos abholen, die ich hinterher eh wieder 1:1 ins Auktionshaus stelle? Mhm. Obwohl bei der Preis-Range könnte man es überlegen, aber ich kaufe gerade einfach alles weg, was in der Preis-Range ist. Oh Mann, ja. Würde ich auch gern. 292 ist das Minimum bei mir. Wird reinpassen. Der ist zu low vom LI. 325.000 ist jetzt auch mit meinen ersten vier Spins nicht schlecht. Aber Autos finden die. Den Monza SP2 könnte ich mir einfach für den Flex holen. Der hat so eine Eckantriebe, aber ich könnte die mir leisten. Ah, Ferrari FXX Kaevo kostet leider. Leider 6.000 zu wenig, Lorenz. 6 Extreme Track Toys aufpassen. Ah. Du kannst auch einen Extreme Track Toy kaufen und hoffen, dass es niemand merkt, aber würde ich nicht drauf pochen. Ich glaube, das kommt nicht vor. Eine 911 Speedster, aber leicht zu günstig. Mann. Sofortkauf. Ah, richtig Geld ausgeben hier. Mann, ich finde halt auch günstig, das ist echt schwer mit meinem Geld. Wer auch so in einem Bereich bin, Ultima ist halt auch verboten, leider. Ist oder? Der Ferrari FXX Kaevo ein Extrem-Traktor? Ist das nicht. Ich genau. Kann ihn ja abholen und kann dann gucken, ne? Ja, das geht auf jeden Fall, ja. Solange ich nicht mit rausfahre, ist es ja... Ist es ja okay. Oh, Jeep Gladiator Rubicon mit Offroad-Reifen gekauft. Boah, Ford Mustang Spec 5 auf 881. Unimog 821. Könnte halt, also der Verkäufer hat ihn selbst getunt. Das kann... Ich habe meinen Lambo mit als Drift Edition. Ja, das es kann halt immer, es kann halt, ne? Es kann gut und es kann schlecht sein. Aber bei dem. Autos, wo du bieten musst. Minimum 300.000, Maximum 400.000. Der Ferrari Roma? Ist das. Ist eh zu günstig. So. Ja, das ist schon so ein bisschen Luxus, ne? Huayra R. Oh. Alter, wenn der funktionieren wird. Huayra BC, ist das ein Extreme? Weiß ich. Ich biete mal. Ich kauf mal einen sofort. Nein, sofort kaufen geht nicht, weil 700.000 würde kosten. Ja, eine Minute ist noch und ich kann 300.000 drauf bieten. Wenn der ist gewinnt. Ist der noch da? Nein. Okay. Dann habe ich den gerade zum Sofortkauf gekauft. Sorry, ich habe ihn gerade zum Sofortkauf gekauft. Nein, hast du nicht. Doch. Nein. Doch. Mir steht noch Winning. Du hast einen anderen Dingens dann gekauft. Auf jeden Fall habe ich den gleichen gerade gekauft. Ja. Aha, Ausbit von Haaland. Nein, Haaland! Und damit kann ich mir das schon nicht mehr leisten. Heißt, ich hole mir meine Credits zurück von. Damit ist der gar nicht schon raus. Aber bitte dir andere hier. Auf einen Nissan bieten. Ich kann auf einen
Schade, dass du es nicht noch genauer einstellen kannst, ne? Dass du nur 500 bis 700 einstellen kannst. Bit ja, und Winning. Auch mal als Sofortkauf machen. Komm, wenn der geht, bitte. Bitte. Ich will das Auto haben. Ich will das Auto haben. Ich will es haben. Du kannst es nicht leisten, weil viel zu günstig. Wie gesagt, gerade steht da noch Winning. Bit. I'm remaining. Ending soon. Komm schon. Gib mir einfach das Auto. Gib's mir einfach. Gib's mir. Ja. Bitte schneid das nicht raus. Nur zu alleine als Nein, ich schneid das raus und heb mir das für irgendwas auf. Ja. Das wäre. Nein, es wäre sogar ein Extreme Track Toy, sehe ich. Und damit. Na, Mann, wäre das schön gewesen, wenn. Wann siehst du das? Ich hab's auch gewonnen. Ja, ich bin dann. Hab dann geschaut im Dingens rechts. Ach so. Also im 18. während ich eh gewartet habe, so. Oh Mann! Damit ist es so toll. Geht das leider auch nicht. Dann wieder minimal. Ich glaube, ich habe inzwischen alles in der Preisrange gekauft, was es gibt. XX Evo ist halt auch Extreme Track Toy, oder? Seit wann ist denn Lotus Emira drin? Den da. Bieten? Bieten? Bieten kann man. Bieten kann man. Okay, ist ja, ist aus dem Carpack. Ich wollte gerade sagen. Der Divo ist halt leider auch nicht benannt, so. Weil das wäre mein Auto gewesen. Boah, oder wenn der funktioniert. Da sind ein paar Autos, wo drauf bieten. Also ich habe ein Auto, das ich nehmen kann. Deswegen mache ich jetzt diese Schabernack mit mal drauf bieten und schauen, was rauskommt. Ja, ich habe inzwischen bestimmt 10 Autos gekauft. Weil wenn auch nur eins von den Autos, von den richtigen Autos hier funktioniert, boah, wäre legendary schon so ein bisschen für mich. Teuer, zu teuer, zu teuer. Oh, der könnte gehen. Gut gesetzt. Ist die Frage, gucke ich jetzt gleich einfach, welches Auto das schnellste ist, oder? XDLI oder nach Allrad schauen. Meine ich ja. Ich habe 3 Autos auf Winning. Also ich habe einen mit Allrad, den ich nehmen könnte. Ich hätte einen anderen mit Allrad, den ich nehmen können. Den vielleicht nehme ich den. Auch ja, wer weiß. Siehst du aber auch erst wieder, wenn du es abgeholt hast, ne? Nee, das steht... Oh. Richtig. Aber das sieht man im Haus noch. Winning. Ich habe 3 Autos gerade auf Winning. Und die ich mir alle leisten kannst könnte. Kannst du mal gucken. Bist du gerade schon Ending soon, Ending soon. Ich guck mal, ob der Ferrari XX Evo ein extrem Traktor ist. Winning, winning, ja. Winning, 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 winning. Kannst du mal schauen, ob der Nismo GTR LM ein Extreme Track Toy ist? Ich bin fast am überlegen, ich könnte halt wirklich auch einfach den... Du meinst Nissan, ne? Ja. Welcher? Ja! Oh, warte, erstmal muss ich den schauen. Warte. Ich will auch wieder zurück. Nissan Nismo LM. Ich schaue schon selber nach, alles gut, das kriege ich schon selber hin. Nissan Nismo LM ist Retro Sports Car. Oh, aber ich habe jetzt vielleicht absoluten Überschritt gezogen. Mal die anderen Autos schauen, ob ich noch ausgewogen. Den habe ich auch gewonnen. Der Aventador Super Veloce. Ist der. Ist kein Extrem, oder? Ist das ein Hypercar? Ich hab das ultimative Auto. Ich hab das ultimative Auto. Und auch nur, weil ich drauf ein Gebot abgesetzt habe, weil direkt kaufen wäre zu teuer gewesen. Aber ich habe ein insane gutes Auto.
Yes! Mit Direktkauf, auch den hätte ich mir nicht leisten können. Mit Direktkauf, das höchste Auto, was ich mir habe leisten können, war 875 der Nismo. Und 83 der Rubicon sogar. Aber ich nehme halt mal das Auto, würde ich sagen. Collect the car. Es ist ein Hypercar. Ich schaue mir trotzdem nochmal das Regelwerk an, aber ich bin mir ziemlich... Also ich habe auch einen Hypercar. Ich muss auch nochmal kurz jetzt ins Regelwerk gucken. Ja, und damit würde ich sagen, ich habe mein Auto gefunden. Ich habe das Regelwerk kontrolliert. Ist nicht drin. Von daher, das ist meins. Bis gleich. So, da steht die bunte Bracht und ja, es sieht zum größten Teil sehr, 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 sehr sportlich aus und deswegen, ja, gehen wir es einfach ganz kurz mal durch, was jeder so für ein Budget hat und für was er sich schlussendlich entschieden hat und wir beginnen hier vorne bei dem schwarzen Aventador. Ja, ich bin Mr. Exti, hab den 2016er Aventador Super Veloce genommen, hatte ein Budget von 495.000 und habe das gerade so ausgereizt mit 494.000. Also ich bin Daddy das Murmel und ich hatte ein Budget von roundabout 260.000 und habe jetzt mir den XR220 geholt für 235.000. Ich dachte, das ist ein Extreme Track Toy, aber der ist ja unter Retro-Sportcars aufgeführt. Ja, der ist nämlich eigentlich nicht schlecht. Ach, egal. Retro Extreme Track Toy. Ja, deswegen ist er raus. Verdammt. Als nächster stehe ich, nur 24-Stunden-Racer im Pagani. Ich hatte 300.000, haben mir zuerst einen R8 Rubicon gekauft und dann die restliche Zeit noch damit verbracht, einfach auf Autos zu bieten, die sonst über meinem Budget liegen würden und da ist eben dieses wunderbare Gefährt nochmal rumgekommen. Was, du hast auf Sachen geboten? Ach so, okay. Auf Autos, also aber durch Speeden hast du ihn bekommen. Okay, genau, Direktkauf wäre viel zu teuer gewesen, 700.000 ja. Hat er gekostet. Ja, die aber Zeit hätte 300.000 habe ich so lange bekommen. Zwischen 1000 und 918 mich irgendwie durchgekämpft, furchtbar. Naja, gut. Der nächste Weiter? Ist Bad Boy. Und ich habe auch den Aventador Super Veloce, habe ich für 605.000 gekauft. Ich hatte 640, passt also völlig rein. Ja, ist glaube ich das Beste, was ich damit erzielen konnte. Ja, dann Lukas 370Z. Ich hatte 170.000 als Budget, hatte dann zwei Autos effektiv auf S2 gefunden mit dem HSV Malou und diesem schönen R32 Skyline. Hab mich dann für den Skyline entschieden, weil der Malou gefühlt 60 Grad Sturz auf der Vorderachse hatte. Und ja. Das ist auch echt fast ein Furious of Wish, dein Auto, ne? Richtig. So, ja. Aber richtig, ey. Ja, ich, der Aaron, hab einen Huracan Performante sich geholt für 575.000 Gesamtbudget. Ja, ich Filmexperte hatte 200.000 Gesamtbudget, habe diese Viper hier für 180.000, also ziemlich, ich glaube sehr genau sogar im Budget, auf die 10% Regel wirklich perfekt angewandt bekommen und ja, ich habe sogar zwei davon bekommen, eine war ein bisschen teurer, hatte aber RWD und auch weniger LED, hat immerhin nur Drift Suspension und Full Slicks, also kann super werden. Ja, ich habe mir einen NSX gekauft. Vollstick und Driftfahrwerk scheinen auch eine gute Meta zu sein, aber für 127.500 war nicht so viel mehr drin, außer ein i8, aber den hatte ich letztes Mal, deswegen wollte ich den nicht nochmal haben. Ja, Kuro, bin jetzt im Ferrari Roma, hatte ein ganzes Budget auf 555.000, habe das Ding für glatte 500.000 bekommen, also ganz gerade genauso in meinem Budget. Und das Auto ist hässlich. Im Audi R8 Sitz Pluto. Ich hatte 327.000 an Budget und habe für 300.000 dann den E8 hier bekommen. Finn sitzt im Lambo Gallardo. Ich habe 3,8 Millionen gezogen und der war mit 3,5 Millionen der Einzige, der in der 10% war. Alter, zieht man einfach so viel Geld und dann kann man trotzdem nicht nur einen Gallardo leisten. Das ist halt auch irgendwie geil. Also er ist gut, aber ja, für das Geld erwartet man vielleicht Königseck oder so. Gut.
Allrad war ein ganz guter Tipp gerade. Da habe ich nicht mal darauf geachtet, ob hier ein Allradumbau stattgefunden hat. Ich werde es gleich rausfinden. Ich war so damit beschäftigt, überhaupt Autos zu finden. Ja, 290.000 Budget gehabt und ja, der 488 GTB wurde es jetzt am Ende mit Full Slick und irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, das fährt sich ganz toll. Wir werden es gleich rausfinden. Schöne Felgen. Ja, ja, das ist so wie, ja, ey, güldene Felgen auf dem roten Auto. Also ich würde sagen, geht das ist immer richtig Oldschool Ferrari-Style. Also ja, könnte ja, schlimmer sein. Also die Felgen ist, glaube ich, das geringste Problem, sagen wir es mal so. Gut, dann würde ich sagen, gibt es jetzt erstmal eine Switched Edition? Nee, natürlich nicht, gibt es aber Auktionshaus nicht. Aber es gibt auf jeden Fall jetzt noch ein schnelles Track Race. Und dann gucken wir mal, was die Fahrzeuge so Track Race-technisch können. Wäre die Switched Edition ausgelost worden? Keine Ahnung, ich habe es nicht vorbereitet. Schade. Soll ich kurz? Ich sag jetzt einfach ja. Warte mal, ich warte mal kurz. Weil es sonst ja nie kommt. So. Und Einladung kommt. Okay, also ich habe jetzt dreimal ausgelost zwischen Switched und nein, es war dreimal Switched. Also nein. Weißt du Bescheid? Also nächstes Mal lose ich einfach aus, dann machen wir eine Switch Edition. Ja. Machen wir so. Ich will das Ding nicht fahren. Muss ich? Ich glaube, wir werden alle keinen Spaß haben, glaube ich. Die paar Meter, die ich mit dem Skyline gefahren bin, die waren gar nicht so schlecht. Also, mein Auto ist nicht da. Einfach nichts drücken, oder? Aber ich habe Sturz bis zum Mond. Einfach nichts drücken, ja. Also die Eckdaten von meinem sehen gar nicht so schlecht aus. Scheiß auf die Eckdaten. Verkacken. Die Eckdaten helfen nichts, wenn der Draht vorne 45 Grad wegsteht. Ja, wenn es aussieht wie ein Achsbruch. Ja. Also auf die Farbe habe ich nicht. Ja, vor allem halt diese Full-Slick-Geschichte, ey, da... Das ist halt immer so. Ein Full-Slick-Drift-Fahrwerk. Wer macht sowas? Das würde ich auch gerne wissen. Ey, in welche Richtung soll dieser Aufbau gehen? Ich sag immer noch, seit dem Fluglambo damals in Horizon 3 überrascht mich nichts mehr in dem Format. Ja, okay, ich hab Allrad, das habe ich jetzt rausgefunden. Ich hab auch Allrad, aber der ist sehr hecklastig. Wenn ich so ein Auto gezogen hätte und der hätte nicht mal Allrad eingebaut. Der teure Pferd hat man auch Heckantrieb, oder was? Ich renne in Begrenzern im 9. Gang. Es ist wirklich ein Scherz. Oh, Ping-Pong. Oh, oh, da bin ich so ein Spitzenschnell. Ich habe mehr von diesem Wurm erwartet. Warum geht das Ding bei 3,30 im Begrenzer? Es geht ja erstmal ganz gemütlich los. Mit einem Rundkurs. Bei trockener Fahrbahn. Ich fand das super. Es geht erst, mein NSX hat halt Intellect installiert. Es geht erstmal ganz gemütlich los. Auf einmal Flammenwerfer. Ja. Explosion. Alter, Driftfahrwerk, warum? Ja, Untersteuer. Weil mehr Sturz. Gelenkt hat lustigerweise trotzdem nicht. Ich sehe nichts. Ich sehe keinen Checkpoint, wo der Reifen gefallen ist. Unfassbar. Ja, geht mir auch so und ich komm vorbei. Fahr halt auf 1 vor. Ja, Filmexperte zieht bei mir halt einfach die Smoke-Spur des Jahrtausends. Ja gut, ich untersteuere halt durch jede Kurve, deswegen. Ja, ich hab auch untersteuert, also weil ich aus Gas gehe, Ding wir suchen aus, hier würde ich unter dem Auto fahren. Also wer auch immer dieses Auto erschaffen hat, weiß die Zukunft. Ich kann da einen guten Tuning-Guide empfehlen. Ja, einfach keine Driftfahrwerk verbauen. Unter anderem, ja. Das wäre schon mal so der erste Step. Also nächstes Tuning Rennfahrwerk und Driftreifen. Let's go. Ich find's nicht immer noch besser als die Scheiße hier. Das schöne Auto hier. Wenn der Macher meines Autos dann jetzt zuguckt, hör auf, mein Auto zu machen. Fährt halt auch. Hat auch gefühlt eine übelst starre Vorderachse. Also da ist gar keine Rotation auf der Vorderachse. Richtig schlimm. Was für die Karre. Mein Auto hat eigentlich auch Slicks und es ist ein Pagani, aber trotzdem rutscht der nicht. Nee, der hat einfach so eine stabile Vorderachse gebaut, dass das Ding überhaupt nicht rotieren will. Aber ich will mir jetzt mal nicht beschweren. Ich glaube, das Schlimmere kommt noch, wenn nämlich Offroad kommt. Und dann bin ich vielleicht froh drum, dass er sich nicht wegdreht. Packt gar nicht, wenn dein Auto auf der Bremse nicht rotiert.
Max kann sich das Auto beim Rollen lassen. Und kommt lenken. Vorbei. Da musst du nochmal den 296 GDB hier im Spiel in der Serie fahren. Da hast du mal was nicht rotieren will. Also war jetzt auch ein schöner Prank hier das Auto. Jetzt kann man die richtigen auspacken, ne? Ja, gut, du könntest auch das Straffahrzeug fahren, wenn dir das lieber ist. Was ist es denn? Willst du es wirklich wissen? Ich will es wissen. Petterham, ne? Nee. Ich zitter. Oh, nee. Also, ich verrate es an der Stelle noch nicht. Wir sehen aber im nächsten Rennen Andi im Straffahrzeug, weil er es einfach so wollte. Bitte. Ja, jetzt müssen wir ganz genau hinschauen, denn ich glaube, das Fahrzeug hier ist gleich weg. Und los. Mögen die Spiele beginnen, Leute. Doch gar keine Spiele. Andi wollte es so. Es ist Offroad mit dabei. Ach, also ich finde es human. Ganz ehrlich, ganz ehrlich, fährt sich besser als der Honda. Ja, das kann sein. Ey, ich habe den mal aufgebaut gehabt wegen irgendwas, habe aber dann keine Reifen verbaut, weil ich gesagt habe, ja, Leistung reicht. Ah, genau, für den PR-Stand irgendwie was. Und dann gesagt, scheiß auf die Reifen. Einfach nur Leistung, bis ich dann gemerkt habe, okay, der braucht gefühlt 300 Meter, bis überhaupt mal Grip fasst. Müssen wir hier links abbiegen oder können wir auch einfach geradeaus weiterfahren? Oh mein Gott, ich hasse Full Slicks. Ich habe Full Slicks und Heckantriebe auf dem Untergrund, das wird sich sicher viel besser. Ja, sei froh, dass es nicht regnet, ey, das wäre noch geiler. Ich habe Allrad im R32 Skyline und trotzdem im vierten Gang immer noch keinen Grip. Oh, auf der Geraden drin, nee. Warte kurz, Hoffnung, dass ich mithalten kann. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, wer das erste Ding gewonnen hat eigentlich. Wie ist Team Rot? Team Rot. Team Blau. Okay. Team 2 durch. Team Grün habe ich gehört. Ja. Oh Gott. Oh, kann es bitte enden? Ja. Macht doch Spaß hier. Bei Asphalt massiv. Also schön driften. Oh, ich habe einen Checkpoint verpasst, weil ich dumm bin. Ah, nicht nur gut. Nein. Meine Chance. Nein. Oh, nicht schon wieder. Nein. Ja, jetzt kommt der richtig heftige Dirt-Abschnitt. Ja, das Rennen fährt man echt ultra selten. Also ich fahre das irgendwie alle drei Monate mal in der Playlist und denke mir, ach, das gibt's ja auch noch. Also ich fahre es natürlich doch des Öfteren, weil ich es eigentlich ganz cool finde, weil da ein paar technische Abschnitte mit drin sind. Aber ja, prinzipiell bin ich bei dir. Aber mal festhalten, dass der Viper das beste Offroad-Fahrzeug gerade ist. Ich glaube, wo ich das sehr, sehr oft fahre, ist, wenn mal wieder in der Playlist Horizon Open ist und ich dann wieder Dirt wähle und dann ist es echt tatsächlich sehr oft in der Auswahl dabei. Ja, das scheitert bei mir daran, dass ich Horizon Open in der Playlist eigentlich nie fahre. Also, es kommt mir immer drauf an, auf die Aufgabe, also manchmal nehme ich es schon mit. Ich mach dann meistens S1 Dirt, dann kann ich den Porsche fahren in der Forza Edition, der ist da irgendwie einfach gut und dann passt es schon. Ja, aber der Tor funktioniert auch oft besser als auf Straßen. Schön. Hey, Team Rot hat mich voll gecarried, danke Team Rot. Ja. Ich habe nur die X-Klasse, ich kann nicht so schnell fahren, sorry. Einfach zu viel Leistung, vor lauter Leistung nicht mehr geradeaus fahren können. 1200 PS und eben Heckantrieb und Slicks. Der Deal. Also, ich finde ihn zwar per se nicht schlecht, also er macht auf jeden Fall mehr Spaß zu fahren als der Honda, aber ich glaube, für die Spannung gehe ich auf den Honda leider wieder zurück. Ja, besser ist. So, wunderbar. Damit steht es jetzt unabhängig, wie die Ergebnisse waren, trotzdem 1-1, weil es einfach spannender. Und dementsprechend schauen wir jetzt einfach mal, was das dritte Event für uns bereithält. Es regnet. Richtig, Murmel, es regnet. Da freuen sich die Feuers nix. Aber nur leichter Regen. Also vom Start geht's effektiver als der. Also sag mal so, vom Gefühl her Scheiße. Ist er weniger untersteuern gewesen. Aber jetzt nutzen wir das Driftfahrwerk. So, jetzt nutzen wir den Ground Effect von meinem Auto. Das Heckantrieb war, kann ich sagen, es war auch am Start nicht angenehmer. Ich hab schon so viele Steine am Unterboden, dass ich schon den Unterboden hatte. Ist schon
mit Gewicht vollgefüllt, abgebogen. Oh, gut, der rutscht ja. Komm, zieh. Zum Glück fahre ich einen GTB, weil wir wissen ja alle, für was GTB steht. Geländetaugliches. Und die Banger. Oh, nein. Perfekt. Nein! Oh, nee. Das ist nicht gut. Aua. Jetzt weiß ich auch, wo der Sturz herkommt. Besser nicht ein Fall. Nein. Jetzt hier gerade. Oh nein, ich bin wieder vor. Ich kann den Berg nicht nochmal auf. Daniel, was machst du? Mein Controller disconnected die ganze Zeit. Ich wollte gerade sagen, ist es eine neue Meta, im Sprung einfach Pausenmenü gehen oder. Ja, schön wär's. Da landest du 3 Sekunden schneller. Ich hab mich hier wieder auf die Strecke. Hey. Nein. Ah, ich bin nicht so ganz auf der Strecke gelandet. Das reicht nicht. Ah, Lukas, hi. Ja, ich bin vielleicht in der Pausenmenü geht. Also ich bin dafür, wir fahren nur noch querfeld ein, wenn's regnet. Ich auch, da kann ich halbwegs mithalten sogar. Ja, mein Spiel stürzt gerade ab. Ja, lebt besser. Ja, so viel dazu. Kommt einfach auf den Sturz nicht klar. Dann gibt's den Absturz. Anti, dass du dein Driver, deine KI fährt eine spannende Route. Vielleicht brauchst du mehr Anti da. Ich bin entschlossen, der Anti, mein Benutzer ist komisch. Der fährt so ein Auto auf der Strecke. Also halten wir fest, aufgrund zu viel Wasserfall konnte dieses Rennen nicht gewertet werden. Dementsprechend steht es immer noch 1-1. Ja, aber das Spiel hat Bock auf den Honda. Führt doch. Andi, wir haben gewonnen. Ja, wie in der Formel 1, jetzt haben wir besseres Wetter und schon zählt das Event wieder. Juhu! Und Andi ist jetzt auch im richtigen Mittelfeldteam drin. Eine Strecke, wo man sich wunderbar umbringen kann. Dem geht schon traurig. Ich sehe da Finn, wie er kaum vom Fleck kommt, aber einfach ich fahre da so gemütlich hinterher. Das meiste Budget einfach hat er von allen. Ja, wahrscheinlich alle sogar so viele können. Wie. Ja, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich so viele wie wir alle zusammen. Ja, mir haben 50.000 gefehlt für den Jesko. Oh, der lenkt mich auf die Last, Mann. Das wäre halt natürlich geil gewesen. Ja, aber der Rest war dann immer 100.000 zu billig oder so. Ja. Ich sehe nichts. Ich hab vielleicht mal verpasst, war klar. Oh, ach, Mann, untersteuern ist doch scheiße, wenn es zu viel ist. Oh, konnte ich hin, auch. Was lernen wir, Jungs? Driftfahrwerk und Rennreifen, das ist es. Ja. Also ja, Unterwerk und in den Fels rein, abwärts. Ja, auf der Strecke, auf der mein Auto performen kann. Ich kann hier schön Sprit sparen im 9. Gang. Ja, Sprit sparen, ganz wichtig. Kann sein Boxenstopp sparen und so. Tschüss, Wettbewerb. Da bist du beim Team, mach mir diese Scheiße. Ach, ich mich hier rumtragen lassen muss. Wer hat denn die Brücke so schmal gebaut? Hier kommen noch mehrere Brücken, kann ich dir versprechen. Ja, versprech nichts, was du nicht halten kannst. Ich glaube, hier kommen wirklich noch 3. Wie, ich verspreche mich oft genug. Ah. Oh, Kurvengeschwindigkeit. Ich brauche Rotation, ich habe gar keine. Rotation geht, aber es ist nur minimal auf die Schnell kommst. Ich muss es ein bisschen nutzen, damit ich weniger untersteuern habe. Aber dann bist du mit dem Heck kopft. Ja, das. Für mich wird es eher noch schlimmer, das zieht er noch mehr raus. Problem ist, bei mir hat er halt die Spur komplett vorne breit gestellt. Das heißt, er ist vorne. Ja, so richtig. Stramm breit aufgestellt und hinten. Ja, egal. Ich versuch's gar nicht zu analysieren. Was ist da los? Was war das für eine Mission? Anders dir das Intro der Corner, anders dir das Autofeed. Braucht den Film mir dieses Auto gebaut, er fließt jetzt. Das Schlimme ist, der hat ein richtig gutes Einlenkverhalten, aber dann ist vorbei. Ja. Oh Gott. Das kenne ich irgendwie, das kommt mir bekannt für Ray. Übersteuern, Baum. Ah, Team Blau finde ich gut. Einlenken geht, Kurvenlage überhaupt nie. Ja, also so deswegen bin ich jetzt vorher schon mal einen Checkpoint nach innen verpasst. Jetzt habe ich es fast wieder geschafft, den Checkpoint innen zu verpassen. Das ist, naja. Egal, okay, weil steht es jetzt 2-1 für Team Blau. Und dann schauen wir mal, was uns im 4. Event erwartet. Kein Regen, aber es ist ein bisschen feucht. Feucht, fröhliches Abenteuer, Jungs.
Zum Glück habe ich ein Regenlicht. Je. Es fährt mir ja noch einer hinten drauf. Ja. Das wäre schlimm. Vielleicht würde es nicht noch besser fahren. Ja, wirklich. Wobei, ich glaube, der bräuchte eher mal einen Schlag vorne drauf, ey. Ja, schon. Aber so in die Wand reinfahren, dass der Sturz weniger wird. Sturz ist nicht mehr bei mir das Problem. Es ist einfach nur, glaube ich, extremst hart ausgelegt, die Vorderachse. Also der rotiert gar nicht darüber. Also Angst haben, dass das Heck mal ausbricht, hast du bei dem Fahrzeug definitiv nicht. Ja, schon. Es gibt doch so bei so Trainingsskeletten gibt es auch diese Schleuderplatten, ne? Wo man dann quasi in eine Rotation wird. Ich glaube, der würde das gar nicht jucken, ja. Der würde einfach geradeaus weiterfahren. So, was war da was? Wann soll die Seife kommen? Das ist so komisch für den Fahrwerk. Ich glaube tatsächlich, meiner wäre ohne Driftfahrwerk sogar noch schlimmer. Du kannst du nicht sehen. Du siehst wenigstens nicht ganz gut aus durch die Kurve, was. Das merke ich jetzt erst. Bei dem Skyline ist gefühlt mal zumindest mal 20% weniger Bremsdruck eingestellt. Ich kann das Pedal ohne Lock-up bis auf Anschlag drücken. Da kann ich nicht ansatzweise. Ich auch nicht. Ich schaue aber auch mit ABS. Ich gehe sogar komplett von der Bremse und vom Gas in den Kurven schon extrem früh. Ich rolle eigentlich nur noch durch die Kurve, dass ich überhaupt irgendwie rumkomme. Quasi der extrem Spritspar-Fahrstil, den ich hier mache. Ups, oder? Das ist der Auftrag zum Spritsparen hier. Der Bildungsauftrag. Das ist wirklich nie bei 1400 PS funktioniert das nicht mehr. Post. Oh Gott, Ups. Lift and pray. Sie weiß und dann auch mit dem Antilek. Ah, du hast noch Antilek. Ja. Ich habe mich auch händeringend nach einem NSX mit zumindest Forza Aero umgeschaut. Da wäre es vielleicht zumindest noch halb ertragbar. Ja, ich habe mich auch für das eine Fahrzeug nicht entschieden, was. Also, ich habe drei Fahrzeuge gehabt in der engeren Auswahl. Eins hatte keine Aero. Dachte ich, nee, das nehme ich nicht. Ich glaube, es wäre aber die beste Wahl gewesen. Also das mit der Aero vorne war grausam, kann ich sagen. Komm, sie! Nein! Naja, ich hab nur für den zweiten reicht. Gott sei Dank haben wir nach der Folge eine Woche auch noch Pause. So, damit steht's 2-2, als würde es im Skript stehen. Oder wir sagen es einfach, dass es so ist. Auf jeden Fall gibt jetzt das Grande Finale und was ist heute mit dem Zufallsgenerator los? Okay, egal, auf jeden Fall Grande Finale, freut euch drauf, es wird ein Fest. Finale. Oh, nee. Also die Begeisterung war sehr groß. Für dieses, oh Gott, Umkehrsteuern. Ist ja Gott sei Dank auch ein Rennen ohne viele Kurven. Richtig, deswegen hat sich der Zufallsgenerator auch dafür entschieden. Ich glaube, die langsamen Kurven hier unten sind gar nicht das Problem. Die schnellen Kurven oben werden spinnen. Alles, was nicht gerade ausgeht, ist ein Problem. Ich wollte gerade sagen. Alles, was gerade ausgeht, ist ein Problem. Nee. Ja, das ist das Schnellste. Alter, mein Auto geht in der Kurve geradeaus. Das ist das Problem. Es lenk halt rein. In die Kurve und es geht auch nicht geradeaus. Bremst früher. Bing dich. Alter, aber das war doch am zu Release nicht so schlimm mit diesem Reifenqualm-Zeug. Ich glaube, das Problem ist, das war wahrscheinlich schon immer so, aber wir hatten nie so viele Fahrzeuge, die so hart untersteuern. Das kann sein, ja. Kam das nicht mit irgendeinem Update erst, dass das oder so stark ist das geworden ist? Nee, das gab es in Riser 4 nicht, aber das... Ja, nee, du hast recht, das kam mit dem Update, das Update hieß Grafikkarte oder was auch. Nein, das kam mit Motorsport mit dem Drift-Update damals. Gab's viel mehr Rauch dann. Alter, ich werd von dem Scheiß einzelne Mobilität was eingeholt. Oh Gott.
Er weiß einen halben Kilometer nach dem Scheitel. Ich denke mir, jawohl, jetzt kann ich Gas geben. Auto denkt sich, ne. Ja. Ja, das Schlimme ist halt bei mir, dieses... Auf der einen Seite gutes Einlenkverhalten, dann aber wieder Bremsen, die irgendwie schon nach 2% Bremsweg blockieren. Dann untersteuern aus der Hölle und ach, keine Ahnung, das passt dann überhaupt nicht zusammen. Teamverteilung gerade ist ja mal richtig geil. Ja, genau. Aaron, du bist falsch. Aaron, geh mir nach hinten. Aaron, wir müssen tauschen, glaube ich. Ja. Na, Jubo! Ja, jetzt ist er hinten, keine Sorge. Nein, ich hab den Punkt bekommen. Eieieiei. Oi, extrem. Gott, ey. Also diese S-Kurve bin ich jetzt einfach wieder gerollt. Ich bin da einmal durchgedriftet. Das hält es auch einfach perfekt nach Teams gesplittet, das ist ja krass. Als würde es im Skript stehen. Gut, dann haben wir ja jetzt eine Auktionshaus-Edition mal wieder gemacht für ein ganzes Jahr, denn die letzte Ausgabe ist tatsächlich über ein Jahr her. Warum krass, wohl? Wie die Zeit vergeht. ja gut, dann sollte es mal gewinnt sein. Aber ich denke mal, das nächste Mal, wenn wir Auktionshaus machen, dann machen wir eben Auktionshaus in der Tuned-Variante. Also sprich, man darf das, was man da gezogen hat, umbauen. Müssen wir uns aber nochmal ein finales Regelwerk genau überlegen, wie wir es genau machen. Aber werden wir schon irgendwie was Gescheites uns überlegen. So oder so auf jeden Fall können wir sagen, ganz knapp, hauchdünn, ja, hat natürlich Team Rot gewonnen mit 2,6 Punkten zu 2,4. Und Mensch, spannender geht's ja wohl kaum. Und damit soll es gewesen sein mit einer weiteren Wheelspin-Ausgabe. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben wäre nice. Natürlich auch die anderen Sichten auschecken. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Und die Folge endet mit einem goldenen Spin. Das ist einfach lächerlich.